Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier die Kuhn Axis 40.2 Limit Edition vorstellen. Und es geht natürlich dann auch gleich los. So, mein Shop ankommen hier. Unsere Kuhn Axis 40.2 Limit Edition kostet hier 20.000 Euro. Wie wir hier sehen, hat die ein Füllvolumen von 6400 Liter soll sie haben. Bin hier auch wirklich mal gespannt, ob sie es wirklich hat. Eine Arbeitsbreite von 42 Meter, Geschwindigkeit 22 km/h. Und da schauen wir mal genau an, was wir hier alles haben. Also wir haben hier, also Farbwahl haben wir drin. Mal schauen. Können wir zum Beispiel in Grün nehmen oder hier in einen geilen Orange. Jedes Mal koste ich hier die Farbe 500 Euro extra. Und also Standardvolumen ist, wenn du nicht optimiert hast, hier von 3200 Liter oder Limit. Also Limit 5000 Euro hast 6400 Liter. Und ja, kann man ja mal nehmen. So her kann man es mal so kaufen. Ich habe es jetzt einmal genau gekauft, wie man so sagt. Und da gehen wir mal gleich hierher und holen uns dann noch so Big Pack nochmal zusätzlich, dass wir das Volumen auch haben, was wir eigentlich ja auch schauen wollen, ob es auch hat. Wie gesagt, also jetzt habe ich hier das Original. Sieht auch geil aus, muss man wirklich sagen. Wir hängen es mal ab. Nehmen natürlich den Orange und schauen wir auch mal gleich. Also, wir fahren jetzt gleich mal rüber. So, hier sehen wir das schöne Modell. Sollte jetzt auch noch zwei. Ah, da stehen sie hier drüben, die zwei Big Packs. Bin ja auch gespannt, ob der auch Schlauchanschlüsse sowas hat. Hängen mal vorne an. Das ist ein gutes Stück. Jetzt sehen wir hier Zapfwelle, das passt hier genauso. Hat auch, wie man sieht, hier auch die Elektronik dran. Kannst auch damit, wie ich gesehen habe, auch damit Kalk streuen. So, jetzt haben wir das mal hier. Füllen wir das Gerät mal auf. Mal schauen, wie viel es ausmacht. Interessant ist beim Füllen, dass der Motor hochdreht, als ob das ansaugen würde. Das ist mir aufgefallen, überhaupt auch bei den Originalen, dass das so tut. Also das erste haben wir weg, einmal für 4000 Liter haben wir schon getankt. Leider habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass es den GPS-Mod gibt. Ich glaube, dafür ist das Spiel noch nicht so ganz also perfekt. Machen wir mal die Plane zu und schauen wir mal, also die Lichter scheinen zu funktionieren, wie wir sehen. So, schauen wir erstmal auf eine Karte, wo gedünnt werden sollte. Die 17 ist angefangen worden zu dünnen. Okay. Ja, da werden wir mal so die 17 fahren. Die 17 gehört ja schon uns, wie wir sehen. So. Mal schauen wir mal gleich, ob wir hier vorne noch Blinker haben. Ja, Blinker haben wir auch. Die funktionieren genauso. Normal hängt man es hinten dran. Ich habe es gerne immer vorne verwendet. Also beim 13er, wo ich angefangen habe, LS zu spielen. Da fahren wir gleich mal hin. Normal hängt, soll zwar angeblich hinten hängen, aber mir gefällt es vorne ja besser. Das. So, dann fahren wir zu unserer Wiese. Eine Hupe geht immer noch nicht.
Ich werde mal bei Steam mal hinschreiben. Mal schauen, ob was bewirkt. Und wir fangen auch gleich mal an hier, wie man sieht hier, also streuen tut er hier ganz gut, wie man sehen. Sieht auch echt ganz gut aus. Leider geht mein Zoom nicht. Habe ich schon öfter mal erwähnt. Finde ich irgendwie schade. Hat der Kollege mal was anderes eingesät gehabt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich versehentlich, also Z gedrückt. Aber ist ja wurscht, wir wollen ja sehen, wie das hier funktioniert. Oh, dann fahren wir mal rüber. Ich vermute mal hier so her. Kann man auch gleich nachher noch nachschauen im Shop, wie das hier ausschaut mit dem, was die Originale hat an Meter. Ich kann es jetzt wirklich jetzt selber nicht sagen. Ach ja. So, dann fahren wir mal so rum. Also man sieht hier, er macht wirklich hier Riesenfläche weg. Hier jetzt mal nur, also rein nach Gefühl. Vögel sind Selbstmörder. Hat er es doch noch geschafft. So, mit 22 km/h hier düsen wir übers Feld mit uns Johnny. Gleich noch so. Also man sieht eigentlich, der ist gar nicht mal so schlecht, müsste man sagen. Also 600 Liter meist gebraucht, also schon sehr ertragreich, müsste ich mal sagen. So, dann fahren wir gleich mal ungefähr so anders noch rum. Schauen wir gleich mal noch in die Übersicht. Dünne ja noch über die Straße rüber. So. Schalten wir den mal aus. Schauen wir jetzt dann noch gleich in die Übersicht rein. Also, es sagt mir noch nicht. Komischerweise, vielleicht dauert das ein bisschen, bis er sich aktualisiert. Aber wir schauen uns gleich noch an im Shop so her, was eigentlich der Original hat an Arbeitsbreite. Der hat 24 Meter. Und hier der hat 42 Meter. Also muss man mal überlegen, was das an Fläche ist. Ja, also wenn dir das Video gefallen hat, natürlich, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.